Ja, und eine Frau, die mit Barbie einiges gemeinsam hat, ist die hier. Das ist L'Oreal und auch sie hat einen Körper wie aus Plastik und vor allem ihre eigene kleine Fantasiewelt. Im Moment ist sie allerdings ganz schwer im Stress, denn sie muss sich ja auch für die Oscars vorbereiten und da braucht der Frau einiges. Sie braucht ein Kleid für ihren fast perfekten Körper, dann braucht sie natürlich noch Botox für Gesicht. Alles normalerweise kein Problem, wäre da nicht die, ups, fehlende Oscar-Einladung. L'Oreal New, ein Hollywood-Party-Luder am Möchtegern-Star hin. Für die bevorstehenden Oscars will die nach eigenen Angaben 29-Jährige perfekt aussehen. Dabei ist sie nicht mal zur Veranstaltung eingeladen. Bei den Partys danach will sie aber unter den Stars mitmischen und meistens schafft sie das auch. Tom Cruise und Priscilla Presley und andere Schauspieler waren auf einer Filmpremiere. Und ich war mittendrin unter diesen ganzen Stars. Und am nächsten Tag der Wahnsinn. Ich war in der Zeitschrift abgelichtet. Als ich das gesehen habe, war ich sprachlos und im siebten Himmel. L'Oreal hat große Pläne. Weil die Stars in Sachen Schönheit gerne nachhelfen lassen, will sie das auch. Egal wie hoch der Preis ist, Hauptsache die Kameras klicken. In wenigen Minuten bekomme ich eine Botox-Spritze, weil ich für die Oscar-Nacht richtig schön aussehen will. Ich mache das heute erst zum zweiten Mal. Ich freue mich total. Und ihr dürft mit dabei sein. Kommt mit. Das erste Beauty-Programm des Tages heißt also Botox, die Wunderwaffe Nummer 1 für vermeintlich ewige Jugend in Hollywood. Hi, Sweetheart. Hi, Süße, wie geht's dir? Du siehst wunderschön aus. Bist du bereit für etwas Botox? Ja. Los geht's. Die Begrüßung sieht dafür, dass es erst das zweite Mal sein soll, ganz schön vertraut aus. $500 lässt sich L'Oreal das Nervengift gegen ihre Fältchen kosten. Hollywood-Stars nutzen Botox aber auch gegen Schweißprobleme. Eine Spritze in die Achseln oder Handflächen und schwuppdiwupp keine Schweißflecken mehr unter den Armen. Auch der glitschige Händedruck ist weg. Aber Vorsicht, wer es mit Botox übertreibt, kann enden wie Nicole Kidman, Meg Ryan oder Mickey Rourke mit aalglatter Stirn und wenig Mimik. Wer an den falschen Arzt gerät wie Priscilla Presley, riskiert sogar ein Leben lang entstellt zu sein. Priscilla Presley hatte mit ihrem Eingriff die ganze Welt geschockt. Ihr wurde ein billiges Mittel aus Südamerika ins Gesicht gespritzt. Das war eine silikonähnliche Substanz, die für Autos benutzt wird. Eine Art Frostschutzmittel. Jetzt ist ihr Gesicht komplett entstellt und sieht aus wie eine Maske. Was jetzt bei L'Oreal geschwollen und gerötet ist, soll in wenigen Tagen glatt und wunderschön aussehen, versichert ihr der Beauty-Doc. Doch sie sieht immer noch Verbesserungspotenzial. Was mich am meisten stört, ist meine unreine Haut. Ich hatte schlimme Akne als Jugendliche, das war sehr frustrierend. Heute habe ich viele Narben und würde alles ausprobieren, damit meine Haut richtig schön und weich wird. Da fällt dem Schönheitsdoc bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit ein. Wir sehen uns in etwa 4 Monaten wieder. Okay, all right, cool. Thank you. Bye. Eine Stunde später, nach kurzem Schönheitsschlaf, geht die Oscar-Mission weiter. Ein Besuch bei einer Promi-Stylistin steht an. Aber plötzlich ein Paparazzo. Wo andere Promis flüchten, wittert L'Oreal die nächste große Chance. Vor einem Jahr hat das Partyluder zum ersten Mal Aufmerksamkeit bekommen. Der Promi-Experte der Internetseite D-Listed hat L'Oreal zur Hot Slut of the Day gewählt, zur heißen Schlampe des Tages. Ich habe mich so gefreut. Ich habe ihm sofort eine E-Mail geschrieben und mich bedankt. Daraufhin hat er mich zur Schlampe der Woche gekürt. Seitdem sind wir befreundet. Er ist so lustig. Ich liebe diesen Mann. Michael K., D-Listed. I love you, Michael K. Anderen wäre der Titel Heiße Schlampe peinlich, aber L'Oreal sieht das als Schritt nach vorne, denn seitdem ist sie bekannt. Und wer in Hollywood bekannt ist, kriegt alles umsonst. Einladungen zu allen wichtigen Events und die dazugehörige Abendgarderobe in